Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wundervollen neuen Aufnahme von Hollow Knight. Wir befinden uns jetzt hier wieder in diesem komischen Gebiet, wo wir eigentlich das letzte Mal aufgehört haben. Und ich habe jetzt seit einer Woche lang kein Hollow Knight mehr gespielt. Das heißt also, ich bin auf jeden Fall richtig Premium eingespielt, Leute. Das heißt also, wir werden heute richtig viel Spaß haben in dieser Folge, das merke ich schon. Und ja, ich habe aber trotzdem Bock, weil es ist ja das... Es ist ja das neue Jahr. Und wie man ja weiß, im neuen Jahr wird ja alles besser werden, wie man es ja weiß. Okay, wir holen uns da oben schnell die... Oh Gott, nee. Okay, das war okay, skillig. Wollen wir mal so stehen lassen. Im neuen Jahr wird ja alles besser, wie es so schön heißt. Oh, ja, ich merke schon. Oh mein Gott. Okay, hier haben wir unsere Seele verloren. Hopp. Nein, oh, schade. Ja gut, okay, die haben schon mal geschossen, das ist gut. Lass mich einfach in Ruhe, fliege Viecher. Ach komm, das gibt es nicht. Oh mein Gott. Nein, ist so knapp. Wir hätten es fast geschafft. Oh, das ist, die Viecher sind so... mega stark, Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind, glaube ich, die Gegner, die mir mit am meisten... Oh, warte mal. Wir haben doch die Karte schon. Ja, wir haben sie schon. Das sind wahrscheinlich die Gegner, die mir somit bisher am meisten Probleme machen. Einfach weil ich finde, es gibt keinen guten Weg, sie irgendwie zu töten, finde ich. Ah, warte mal, ist das richtig? Nee, warte mal, das ist nicht richtig. Oh Gott. Es gibt keinen richtigen guten Weg, sie zu töten. Und das Problem ist vor allen Dingen, dadurch, dass die ihre komischen... Dinge hier immer wieder abschießen können, ist es halt sehr, sehr problematisch für mich, wie ich finde, weil, wenn die halt abschießen und die fliegen halt, ihr könnt die nicht blocken oder sowas, das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen gemein, weil man sonst eigentlich jeden Schlag irgendwie blocken, dodgen oder sonst was konnte und es geht jetzt halt hier interessanterweise mal nicht mehr. Oh Gott. Alter. Und das Problem ist halt dadurch, dass die halt in der Luft unterwegs sind, ist es halt, oh, fuck it. Halt gar nicht so einfach, das alles zu machen. Oh mein Gott, habt ihr diesen godliken Dodge über unsere eigene Seele gesehen? Oh mein Gott, der junge Jesus hätte das sicherlich auch so gemacht. Okay, oh nein. Noch mehr von den Viechern, aber diesmal haben wir wenigstens festen Boden unter den Füßen. Oh nein, oh ja, genau, festen Boden unter den Füßen, so wie zu dem Thema. Und Abgang. Schon sagen, das war mit sehr, sehr viel Skill verbunden. Oh Gott. Und das ist die ganze Problematik hier an der Stelle. Okay, wir haben es geschafft und hier irgendwo soll noch eine Bank sein. Das heißt, ich schätze mal, hier links ist die Bank. Inspect. Symbol of a Bench. Ja, wir möchten die Bench sehr, sehr gerne hier starten. Guckt euch mal diesen Hintergrund an. Das sieht schon ganz schön cool aus, wenn ich ehrlich bin. So. Damit haben wir hier die Bank auch. Was ist denn das für ein Ding? Oh lol, das hat Musik gemacht. Ich war's nicht, ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich frage mich, ob wir hier danach rauskommen und irgendwie vielleicht gegen die Viecher kämpfen können oder sowas. Aber ich glaube, das sind keine Gegner. Ach komm, du bist jetzt echt wieder da. Dude, warum? Oh lol, da geht's nicht weiter. Okay. Ja, das meine ich zum Beispiel. Jetzt habe ich hundertprozentig das Ding getroffen gehabt, aber trotzdem hat es mir das nicht angerechnet, dass ich hier den Treffer gesetzt habe auf das Teil. Und die weiß ich auch nicht, warum die überhaupt diese Stacheln schießen. Mich hat irgendwie noch nie so... Oh, warte mal, wenn die auf dem Boden liegen, okay. Auch gut, sehr gut, nochmal reinlaufen. Ich hatte noch nie so einen Stachel irgendwie getroffen. Die sind überall diese Dornen, ey. Oh Gott. Uiuiui. Okay, alles gut. Langsam habe ich das auch raus mit dem auf dem Schwert hüpfen. Was mir am Anfang noch so ein bisschen schwer gefallen ist. Was verprügel ich da?
du Heiliger, ich komme hier runter in die Ding, oder? Oh fuck, was bist du denn? Alter. Ja, ich komme hier runter in die Depths. Wie hießen die nochmal? Hießen die doch Deep Nest. Alter, da kommen noch mehr von den Vieh. Oh, warte mal. Ich komme hier runter ins Deep Nest. Hallo? Is it mask or face upon the creature? In Hollow Nest, a difficult thing it can be to decipher. A wonderful thing to have a face. Not a thing with which we all are blessed. The mask maker. Kann man mit dem irgendwie interagieren? For this kingdom's faceless, I shall provide. Okay. A mask, a face. Does it need one? Does it not? To define, to focus, to exist? Gott, der ist der krasse Typ, ey. Okay, scheinbar ist er im Moment noch nicht wichtig für uns. Ah, die sind jetzt schon wieder, ich merke schon, die sind nicht ganz so cool, die Viecher. Wir kommen mega, mega nahe, gerade an dieses rechte Teil hier ran, an den rechten Gegner hier. Was ich sehr, sehr interessant finde, weil ich das eigentlich gedacht hatte. Boah, Alter. Meines Lebens, Alter. Es ist halt mega anstrengend, dass sie die ganze Zeit aus der Dunkelheit einfach auftaucht. Oh Gott. Ja, okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, ob das Stacheln sind und ob die wehtun. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich finde es halt krass, dass hier echt, dass die hier überall Spinnenweben theoretisch haben. Also zumindest scheint es ja so zu sein. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hm? Ja, komm. Jetzt komm her. Stell dich nicht so an. Nachfüllen und nochmal vollladen. Sehr gut. Die machen wir kaputt. Wir haben halt auch schon ganz schön viel Asche jetzt gesammelt inzwischen. Was bist du? Noch ein neuer Gegner. Oh mein Gott, ich hätte... Oh Gott, überall. Ich hätte sehr, sehr gerne mal langsam eine Bank, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich habe ich die schon längst verpasst, aber naja. Ah nein, ich habe ja die... Ich habe ja die... Oh. Oh, 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 oh. Was bist du? Was machst du? Böse. Kann ich die bekämpfen? Was bist du denn für ein krasses Ding? Ich weiß es nicht, deswegen gehen wir hier mal lieber nach links. Diese nervigen Spinnen, hey. Aber ich muss sagen, man hielt sich hier extrem gut in dem Nest. Ich glaube aber, das braucht man auch tatsächlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, ich bin noch nicht dort. Obwohl, warte mal, ist das nicht ein riesiger Raum gewesen eigentlich, wo ich dann jetzt hinkommen sollte? Oh nein, bin ich doch schon dort. Ja, komm her. Was ich aber sagen muss, ist es doch ganz angenehm, hier so in den Gängen zu kämpfen. Besonders, wenn hier nur solche Spinnchen auftauchen. Weil man mit denen halt auch noch einigermaßen gut klarkommt, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, Alter. Okay. Das bricht auch weg. Oh. Nee. Nicht optimal gelaufen, aber okay. Gott. Nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die richtige Entscheidung ist, hier hinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, jetzt haben wir ihn ja nicht getötet. Weil das ist... Wenn ich mich nicht täusche, haben wir dort dann einen krassen Bossfight. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Bossfight schon haben möchte.
Schade, ich habe gedacht, hier könnte... Hallo? Okay, damit sind wir jetzt wieder hier angekommen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur einen Umweg gekriegt, um an den ganzen Stacheln vorbeizukommen. Obwohl, was heißt Umweg? Es ist eigentlich ganz, ganz gut, dass wir den Weg gefunden haben hier. Aber trotzdem... Hohohoho, die Dodging Skills sind real. Trotzdem habe ich das Gefühl... Oh, dass es da oben eine Käferstation gibt. Oh no, ich sehe es ganz genau, sie ist hier. Oh lol, ich kann hier rein. Als erstes hole ich mir da oben den Käfer. Safe hole ich mir hier oben erstmal den Käfer. Oh Gott, hier geht's überall rein. Also ich muss ja sagen, awesome. Oh nein, sag bloß, es zerstört alles hier. Oh Gott sei Dank, wir können den Käfer benutzen. Halleluja. Ding, ding, ding. So, liebe Leute, ich muss aber jetzt hier mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin sofort wieder da. Und ja, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Aus dem ganz kurzen bisschen ist ein bisschen länger geworden, weil es sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Zum Beispiel, dass ich jetzt spontan gesagt habe, okay, weil mein Mitbewohner hat gesagt, hey, wie sieht's aus, wir fahren zu einem Möbelhaus unserer Wahl und ich habe tatsächlich einen neuen Schrank gebraucht und deswegen bin ich da mitgefahren und dann haben wir spontan jetzt einen neuen Schrank gekauft, der jetzt hier auch gerade im Aufbau ist. Aber mir ist dann jetzt gerade aufgefallen, oh shit, die Folge Hollow Knight sollte ja schon längst da sein und deswegen wird jetzt hier die zweite Hälfte aufgenommen und ich versuche natürlich Gas zu geben. Was ich machen wollte, ich wollte erstmal mit ihm hier reden, weil er hat ja so ein bisschen so, desto mehr er halt erkennt hier, desto mehr und desto näher kommen wir ja seinem Zuhause. Mal gucken, was er sagt. Ah, little one, where are we? I had never been... Was? I have never been to this station. It has a strange air of danger to it. Let me take you somewhere safer quickly. Nee, mein Freund. Wir müssen jetzt hier bleiben. Ich bin gerade eben zurückgereist, kurz nach, das können wir echt nicht... Oh fuck. Ich bin kurz zurückgereist nach Dartmouth, dass ich speichern konnte. Und wir werden jetzt mal gucken, was denn hier in den Dingern drin ist. Oh fuck. Oh fuck, das gefällt mir gar nicht. Warum? Lass mich raten, ich bin... Ja, natürlich, da oben ist die... Da oben ist die Ding drin, die Queen drin, Leute. Hier ist die Queen wahrscheinlich drin. Wir gucken mal, was es hier noch links gibt. Oh, ich will da jetzt nicht rein, Leute. Ich will da nicht rein, aber... Oh. Queen. Werde ich töten. Greetings. You're very tired. Sit and rest. We are friends. Welcome. Sit and rest. Warum vertraue ich denen nicht? Das gefällt mir gar nicht, dass sie alle wollen, dass ich mich hier hinsetze und chill. Es passiert gar nichts. Ich bin fucking festgewachsen. Ich hab's gewusst. Warum falle ich auf diesen... Warum? Ich glaube, ich kann mich hier befreien, Leute. Jawohl.
live. Wir sind jetzt wirklich hier reingekommen in zu der Ding. Ihr seid Freunde, Alter. Ich schnetzle euch alle die Köpfe ab. Kann ich euch aber sagen, hey, wenn ich euch mal treffe. Geht immer ein zweites Mal im Leben. Und du bist jetzt auch. Oh, 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 warte mal, du warst der hier, gell? Oh, 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 Alter, der macht so einen. Wow, 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 wow. Das war ein bisschen größere Range. Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt. Was auch schon beim Öffnen? Okay, das ist gemein. Was? Der hat mir gerade zwei Hits. Oh Gott, wie komme ich denn da wieder hin? Ah, okay. Alter, ich habe gerade schon gedacht, shit. Wie komme ich hier wieder rein? Muss ich mich jetzt wieder von den Dudes fangen lassen oder was? Oh, okay, und hier geht's auch runter. Jetzt komm her, Alter. Alter, der macht so ein unholy damage. Oh, ich hab das gerade zurückgeschlagen, aber ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal heilen, sonst bin ich gleich wieder tot. Ah, fuck, drei Herzen. Ich glaube, der macht drei Herzen an Hits, oder? Ah! Das ist halt echt voll das Reaktionsspiel, was ich hier gerade mache. Okay, Leute. Wir gucken mal, was. Okay, ich hab ihn. Gott sei Dank. Wir fassen mal zusammen. Wir wurden von einer komischen Sekte, die wohl dieses Spinnwesen, was hier wohl Chefe ist. Oh Gott. Alter. Das so viele von den Viechern, die wohl dieses Spinnwesen, was hier wohl Chefe zu sein scheint. Oh, da. Anbeten und wir sind jetzt in, möchte ich mal sagen, seinem oder ihrem Zuhause, ich weiß es nicht. So nicht, Dude. Ich möchte sagen, dass ich mich hier nicht gerade wohl fühle. Was wahrscheinlich ein bisschen verständlich ist, oder? Ich meine, wer ist denn bitte gerne in so einem. Bullshit. Wer ist denn bitte gerne in so einem Spinnenkokon mehr oder weniger gefangen? Und weiß nicht, was auf sich zukommt. Ja, du brichst hier natürlich runter. Wie hätte es auch anders sein können, Leute? Gerade ein Würmchen gehört. Der Boden hier ist manchmal so sneaky einfach nur. Wie jetzt. Gott. Ist irgendwie hier drin. Aber ich kann die Wand nicht zerschlagen. Ich muss hier. Nee, du bist jetzt ein böses Viech. Ich töte dich. Okay. Gott sei Dank. Also ich bin von diesem komischen bösen Würmchen da, bin ich jetzt echt geschädigt fürs Leben, ey. Wo das auf mich zugekommen ist und geschrien hat, wie wahnsinnig. Das war. Wow. Kleiner Schockmoment. Ach, schon wieder du. Oh, no. Ich habe gedacht, ich komme noch weg, ohne zu chargen, aber es hat nicht gereicht. Ich glaube, das ist der Trick tatsächlich, dass man über die Viecher drüber geht, wenn möglich. Aber das ist halt auch leider nicht immer möglich. Ich habe halt nicht mehr den. Oh nein, warte. Ich habe halt den Instant Charge nicht mehr. Oh Gott. Ich komme hier nicht durch. Ich muss das Viech besiegen. Oh Gott, jetzt muss ich das Viech auch noch wirklich besiegen. Oder warte mal, habe ich hier nicht. Doch, ich habe hier den Weg, glaube ich, freigemacht, oder? Ja, Gott sei Dank, okay. Ich habe den Weg tatsächlich hier freigemacht. Gut, da muss ich das Viech nicht mehr plätten. Oh Gott, aber das hier. Eieiei. Natürlich ist da noch dieses andere Viech. Ah ja, natürlich, töte mich, bitte. Nein, das war Spaß.
Hör auf! Alter! Boah. Ich glaube, die Viecher hier nehmen meine Späße zu ernst. Nein, ich schaffe wieder so eins. Hör auf damit. Ich finde, es ist so krass einfach, wie still und leise es hier ist. Und dann ab und zu hört man einfach dieses... Oh Gott, natürlich. Hör auf damit. Okay. Nicht mal ein Heal hat es gereicht. Oh Gott, wir werden alle sterben. Okay, das Gute ist, jetzt reicht erstmal ein Heal. Schlechte ist. Das ein Hit von ihm macht, glaube ich, 3 Schaden. Deswegen healen wir uns jetzt nochmal, um das zu überprüfen. Oh, 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 oh! Hey, hey, hey! Raste mal nicht so aus, Junge. Raste mal nicht so aus, bitte. Das ist schon smart programmiert, weil wenn ich zuschlag, schlägt das nämlich auch zu. Das macht mehr oder weniger genau dasselbe wie ich. Es wartet, bis der Gegner den ersten Schritt macht. Und dann schaut, ob es das die richtige Entscheidung war oder nicht. Diese Range. Ich glaube, damit habe ich alle meine Geos verloren jetzt. Oh nein, ich hatte über 1000 Geos dabei, gefühlt, oder? Hatte ich das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hatte echt viele Geos dabei. Ja, die sind jetzt halt flöten gegangen, Leute. Oh, wie unlucky. Aber gut, es war ja eigentlich fast schon... eigentlich klar, hier in dem Ding... Oh was, das kann blocken? Okay. Oh, die schönen guten Geos, hey. Eieiei. Naja, was soll's. Was soll der Geiz, Leute? Wir haben ja noch genug, oder? Mal gucken, ob wir die Geos wieder kriegen oder nicht. Bye bye, Geos. Es war schön mit euch. Noch so ein Viech. Alter, what the fuck einfach nur. Die Reichweite von 1 Milliarde Kilometer, hey, ist nichts dagegen. Okay, ist eine Bank. Ja, liebe Leute, dadurch, dass wir hier jetzt eine Bank haben, hätte ich mal gesagt, wir machen hier erstmal Feierabend. Schade, wir haben unsere ganzen Geos verloren, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Die Gegner sind hier richtig, richtig hart, muss ich sagen. Aber mich wundert es auch nicht, weil wir theoretisch ja eigentlich im Unterschlupf des Bösens gerade sind. Ich bedanke mich jetzt hier mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und sorry, dass die Folge noch mal ein bisschen zu spät kommt. Aber wie gesagt, ich bin heute ein bisschen im Umräumen, Aufbaustress. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, liebe Leute. Bis später dann. Tschüss.